Also schon. Schon toll. Ja, aber viel kleiner geht's nicht mehr. Genau, das ist genau das. Dann springen. Wo ist die Grenze? Ja, das ist. Ja, hier sieht eigentlich alles noch ganz in Ordnung aus. Das ist eine Folie von Intel, die mal abgeschätzt haben, die Kosten pro Transistor für die einzelnen Strukturbreiten, die Technologieknoten, bis 7 Nanometer runter. Hier sieht man, dass die Kosten pro Quadratmillimeter, das sind jetzt nicht absolute Werte, sondern das normieren, weil die wollen ihre Herstellkosten nicht dem Wettbewerb mitteilen, doch, sagen wir, deutlich ansteigen. Das ist jetzt praktisch das Mooresche Gesetz, bloß umgekehrt. Seit wie viel Quadratmillimeter brauche ich für einen Transistor? Mhm. Wenn man das beide multipliziert, kommt dann das hier raus. Das heißt, so viel kostet ein Transistor. Jetzt würde mich schon interessieren, was diese Zahlen bedeuten. Das sind wahrscheinlich Milliardstel Cent oder so. Und also laut Intel geht das eigentlich entsprechend dem Mooreschen Gesetz relativ lange, bis zumindest 10 Nanometer, 7 Nanometer, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Also ich versuche ein bisschen meine Zweifel. Das ist mal zusammengefasst die Anzahl der Transistoren auf den Mikrochips über die Zeit. Hier sind die einzelnen Versionen dargestellt, Anzahl der Transistoren, welche Technologieknoten wurden verwendet. Das ist die Taktfrequenz, mit der der Transistor schaltet. Und das ist das Jahr der Einführung oder so ungefähr. Also der erste kommerzielle Mikroprozessor für Rechner von Intel aus dem Jahr 1971 hatte 2300 Transistoren und war damals ein Meilenstein. Intel Pentium war 20 Jahre später, hat schon 3 Millionen. Dann 3 Jahre später sind wir hier schon bei 2 Milliarden. Und dann gehen die Zahlen, das ist die Faszination der großen Zahlen, also das ist einfach unglaublich. Dann gehen die Zahlen weiter in die Höhe, aber auch ein bisschen durcheinander. Dann kommen auch Namen, die, sagen wir mal, normalerweise dem PC-User gar nicht so geläufig sind. Das ist dieser AMD-Chip, nennt sich Tahiti, oder von Nvidia, der Kepler, oder von Xilinx. Das sind Grafikchips. Das haben wir vorhin gerade ein bisschen drüber diskutiert. Die haben einen ungeheuren Speicherbedarf. Deswegen ist dann die Anzahl der Transistoren auch so extrem hoch. Mhm. Die Technologieknoten sind am fortgeschrittensten. Mhm. Wieso haben wir da einen Rücksetzer? Bitte? Von Xilinx zu Spark? Das ist hier noch ein Grafikprozessor. Das ist ein Prozessor für eine CPU, also für einen Rechner. Rechner, ja. Hat auch 10 Milliarden Transistoren, eigentlich der weitest entwickelte. Wird mit 4 MHz betrieben, aus dem Jahr 2017. Wenn man sich das genau anguckt, dann fällt einem schon ein bisschen was auf. Das eine, sagte ich gerade, der Schwerpunkt verschiebt sich eigentlich so ein bisschen weg von der Rechnertechnik, insbesondere für den Hausgebrauch. Also PCs, Notebooks, die haben jetzt eine Leistungsfähigkeit erreicht. Keiner weiß, was er mit mehr Leistungsfähigkeit anfangen soll. Schwerpunkt sind jetzt eigentlich eher so die Speicherchips und das sind eben die Grafikanwendungen, die speichern von riesenhaften Datenmengen, wie sie bei Google und im Internet anfallen und so weiter. Da steht jetzt eigentlich mehr im Vordergrund. Ist das der Grund, warum es so aussieht, als hätte Intel die Zeit verschlafen? Ja, Intel hat sich eigentlich auf die Prozessoren für Rechner spezialisiert und ist in dem anderen Bereich nicht vertreten, kann man nicht sagen, aber nicht so stark vertreten. Aber sie versuchen aufzuholen. Das war das eine, also Schwerpunktsverschiebung. Und das andere ist, sagen wir, die Taktfrequenz, die Schaltgeschwindigkeit der einzelnen Transistoren, die hält einen mit dem Mooreschen Gesetz nicht Schritt. Das sind hier also 0,7, da oben geht es noch, aber dann verharrt das irgendwo bei einigen Gigahertz. Der Grund dafür ist einfach, mit zunehmender Taktfrequenz wird auch die Wärmeentwicklung größer. Prinzipiell oder alleinstehend würden diese kleinen Transistoren durchaus 100 Gigahertz oder sowas aushalten.
Aber wenn man die auf dem Chip, dann mit 100 GHz beteiligt, dann schmilzt der. Das ist auch eine der fundamentalen Begrenzungen des derzeitigen Burschen Gesetzes. Ja.